Wir befinden uns hier auf der Autobahn 3 an der Autobahnanschlussstelle Dietz. Es ist aber heute Morgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein LKW, der mit knapp 20.000 Liter brennbarer Farbe beladen war, die auch noch ätzend ist, ist von der Autobahn abgekommen und neben die Leitbahn gefahren. Dort ist aber ein Strommast getroffen und da zum Stehen gekommen. Nach unserem Eintreffen haben wir erstmal kontrolliert, um welchen Stoff es sich hier handelt. Dabei stellte sich raus, wir haben es hier mit einer leicht entzündlichen Farbe zu tun, die auch noch gesundheitsgefährdend und reizend ist. Wir haben das komplette Fahrzeug kontrolliert auf austretende Farbe, austretende Flüssigkeiten, was sich glücklicherweise als negativ erwies. Des Weiteren haben wir hier ca. 300 Liter Diesel, die aus dem LKW-Tank ausgetreten sind. Die Sache ist folgende: Der LKW ist an einem Betonmast zum Stehen gekommen. Es handelt sich hier um eine 30 kVA Stromleitung. Da die Stromleitung direkt über den LKW verläuft, ist da eine Bergung momentan nicht möglich. Diese Stromleitung muss erst vom Stromversorger abgeschaltet werden, dass später das Bergungsunternehmen den Stoff bergen kann. Es wird momentan auch abgeklärt, dass umliegende Ortschaften davon nicht betroffen sind, wenn der Strom abgeschaltet wird, sondern dass dann eine Umleitung erfolgt, bis das fertig ist. Das dauert allerdings noch etwas. Wir befinden uns hier am Elserberg, kurz vor dem Elserberg. Leider Gottes haben wir es ja immer wieder mit schweren LKW-Unfällen zu tun. Das gehört leider schon teilweise zum Tagesgeschäft. Dass der LKW jetzt hier die Ausfahrt dermaßen verpasst hat, war so in der Form noch nicht. Allerdings LKWs in Leitbahn oder andere LKW-Unfälle gehören bei uns nicht zum Tagesgeschäft.